Moin und herzlich willkommen bei The Flying Dutchman. Heute geht es mal wieder um den Batterietest und wie ihr vielleicht sehen könnt, diese Kiste ist etwas länger als das, was ihr sonst hier auf dem Kanal kennt. Und es gibt ja dieses Mal einen Test von einem neuen Akteur am Markt, und zwar die Firma Gelaipu. Die hat mir nicht nur einen, sondern sogar zwei 25,6 Volt LiFePO Akkus geschickt, jeweils mit 100 Amperestunden, und die werde ich heute für euch testen. Ich muss gleich dazu sagen, es wird ein bisschen schwierig, diese Akkus wirklich ja auch einem Lasttest zu unterziehen, weil aktuell habe ich bis auf diesen Wechselrichter, den ich in der Produktivumgebung bei mir im Büro habe, keinen 25,6 Volt oder 24 Volt Wechselrichter. Das heißt, dieser Part wird in diesem Video zumindest erstmal flach fallen. Vielleicht, wenn ich dann nochmal einen entsprechenden Wechselrichter mir anschaffe, dann werden wir das Ganze sicherlich nochmal ja, nachholen. Ansonsten werden wir uns natürlich anschauen, ob die Schutzfunktionen so funktionieren, wie sie sollen, nämlich Überspannung, Unterspannung, solche Sachen wie Kurzschluss, Temperatursensor. Ja, Überlast kann ich natürlich dann nicht machen. Da muss man halt dann entsprechenderweise darauf vertrauen, und wir werden halt jetzt anfangen und das Ding erstmal auspacken. Ja, und dabei fällt so als erstes auf, es gibt zwar einen Hinweis, dass diese Seite nach oben soll, aber es gibt nicht wirklich einen Hinweis, naja, zumindest keinen Gefahrgut-Hinweis auf eine LiFePO-Zelle oder auf LiFePO-Batterien. Hier steht es natürlich auf dem Typenschild LiFePO 4 drauf, aber das typische Warnschild kann man hier auf dem Paket nicht erkennen. Und gleich eine Besonderheit, da habe ich auch Gelaipu schon drauf hingewiesen. Ne, hier gibt es keine ordentliche Schaumverpackung. Da müsste Gelaipu definitiv nochmal nachbessern, weil gerade so ein 25,6 Volt Akku mit 100 Ampere, der ist natürlich entsprechenderweise schwer. Hier steht es drauf, 29,2 Kilo. Das ist natürlich, ach Quatsch, hier steht es natürlich schon drauf, 22 Kilo wiegt das Teil. Das ist natürlich schon mal, naja, eine kleine Menge. Und wenn die in so einem Paketauto, zum Beispiel hier bei DPD, in Bewegung kommt, dann kann das auch schon mal dazu kommen, dass halt dann der Karton hier und da einreißt. Ne? Nicht so schön. Aber das wollen sie nachbessern. Dafür Daumen hoch. So, dann machen wir hier die Verpackung mal auf. Hier ist nochmal ein Karton und zack, wir sind direkt ja, an der Batterie, und das ist natürlich schon ein bisschen, naja, krass, würde ich sagen. Dann gibt es hier ein Handbuch. Da schauen wir uns gleich mal an, mit zwei Schrauben, jeweils mit einer Unterlegscheibe und einem Federring, Sprengring, zwei Griffe. Ja, und das ist dann eigentlich alles, was da drin ist. Verpackt hier war das Ding nochmal in so einem ja, ganz, ganz leichten Schaumstoffteil mit ein bisschen Folie drum. Ja, und was hier fehlt auf diesem Akku, ist so eine konkrete Anbieterkennzeichnung. Ne, findet man hier auch nicht. Es stehen zwar hier überall schön das CE-Zeichen und so drauf, aber ansonsten, ja, leider noch nichts. Ich hoffe auch, dass Gelaipu da nachbessern wird. Dafür gibt es dann auch noch mal einen Hinweis. Und ich werde den auch, bevor das Video rauskommt, alles, was ich hier so finde, einmal berichten, dass die auch noch die Möglichkeit haben, drauf zu reagieren. Ja, übrigens, wenn man hier so schaut, ne, ich gehe mal näher ran, wenn man hier so an den Polen schaut, sieht so aus, als ob die der Akku hier irgendwie lackiert worden wäre. Ja, die Aufkleber sind auch erstmal nur gedruckt. Das ist kein, also, naja, außen Tintenstrahldrucker, so wie es ausschaut. Ist auch nicht weiter schlimm.
Vielleicht ist es auch irgendwie ein Vorserienmuster. Man weiß es nicht. Okay, dann fangen wir als erstes mal damit an, den Akku auseinanderzunehmen. Der scheint verschraubt zu sein. Ich hoffe, ich kriege den hiermit auf, ohne dass ich bohren muss. Und ansonsten wird halt doch gebohrt. Hier sieht man übrigens, ne, ist lackiert. Wobei ich die Farbe sehr hübsch finde, so ist nicht. Ja, okay. Da sieht man auch, warum er nicht aufgeht, ne? Die Farbe ist reingelaufen. Vierzehner Schlüssel. Ja, denn. Okay, war unten festgeklebt, bringt aber natürlich nicht viel. Aber das Gehäuse ist schon gefühlt sehr massiv. Müsste man mal messen. Aber geht, glaube ich, nicht. Naja. Das ist mal was Neues. Ja, das ist ja mal cool. Also hier an den Seiten und hier an der Seite und hier oben sind diese ganzen Sachen miteinander, ja, verschraubt. Das heißt also, ich habe wahrscheinlich sowas wie, ja, ein Anpressdruck quasi hier für den Akku, was ja nicht verkehrt ist. Natürlich schwierig zu testen, ob das wirklich dann 300, ja, Kilogramm Force sind. Bisschen kritisch hier ist hier so, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann mit dieser kleinen Kamera. Hier die Ecke, ne, da sieht es so ein bisschen danach so aus, als ob das da durchschleifen könnte. Bin mir da aber nicht so sicher. Hier auch. Die haben da zwar so Band drum gemacht und alles schön hier nochmal umwickelt, aber das könnte man nochmal gucken. Okay, wenn man sich jetzt hier die Schrauben anschaut, ne? Da geht noch ein bisschen was, also wirklich verpresst ist es nicht. Aber ich möchte mir das trotzdem mal angucken. Ja, die rechte Seite ist schon ein bisschen fester. So, denn der, ja, dieser Blechbalken, dieses Blechprofil ist hier mit Schrumpfschlauch umwickelt. Das finde ich schon mal ganz cool. Und ich dachte ja gerade so, ah, eventuell ist das hier so ein bisschen abgeschabt, aber das hält sich doch wirklich in Grenzen. Da scheint dieses Klebeband, was hier drauf ist, sehr gut dagegen zu helfen, dass das hier irgendwie durchscheuert. Weil es natürlich klar, auf dem Aluminiumbecher der Zellen hier, da ist ja der Pluspol drauf, da ist ein Potential drauf und wenn die kurz geschlossen werden, ist das nicht so gut. Übrigens, das Klebeband hier, das macht so einen, ja, relativ dicken Eindruck, als ob das auch so ein bisschen Scheuern haben könnte. Genau, ne? Und wie man hier sieht, gibt es hier zwischen den Zellen auch so Trennfolien. Also das ist gar nicht so verkehrt und finde ich gut. Ja, ansonsten sind die Zellen hier sauber verschweißt. Die Balancing-Kabel oder die, ja, Spannungssensorkabel sind hier mit den Busbars verschraubt. Das ist auch cool. Was ich hier so ein bisschen nicht verstehe, warum man da einmal ein großes und einmal ein kleines Kabel nimmt. Das macht in meinen Augen nicht so wirklich Sinn. Und was man hier sieht, vielleicht ist, dass hier die Kabelschuhe verlötet sind. Weiß ich nicht, wie das zu beurteilen ist. Ne? Also da wäre es doch, glaube ich, besser gewesen, wenn man hier wirklich zwei Kabel genommen hätte mit dem gleichen Durchmesser.
Das wäre natürlich dann ja bei einem Lasttest spannend, wie diese Kabel wärmemäßig reagieren. Ich glaube, ich muss mir doch noch einen passenden Wechselrichter besorgen, um das testen zu können mit 100 Ampere. BMS ist ein JBD. BMS, ja, quasi alter Bekannter. Und hier steht's 100 Ampere, 8S. Ja, übersetzen brauchen wir es, glaube ich, nicht. Denke mal, das ist soweit klar. Ja. Und wenn man hier natürlich ein JBD BMS einbaut und keine Eigenentwicklung, dann könnte man natürlich auch überlegen, ob man da nicht ein ja, JBD BMS quasi einbaut, das auch ein Bluetooth-Modul hat. Das heißt also so ein ja, smarteres JBD BMS. Das hätten sie ruhig machen können, finde ich. Ja, und gucken wir mal, ob ich hier an den Barcode rankomme, ob das Handy den so identifizieren kann. So, hat den Barcode erkannt. Und wir gucken mal bei Google Power. In den LiFePO-Decoder. Und wir haben hier ja, IF-Zellen, LF100, 100 Amperestunden vom 23. juni 2023. Ja, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich werde mir jetzt mal sparen, die anderen Zellen zu gucken. Das sieht aber ganz gut aus, finde ich. Ja, übrigens, ne, liegen hier diese U-Profile, diese Metallprofile nicht wirklich direkt am Akku an, also zumindest nicht wirklich auf beiden Seiten bündig. Und da wäre es natürlich cool, wenn man hier auf die Rückseite so ein ja, EVA-Schaum oder so, also so eine Schaummatratze, also zum Beispiel hier so ein Schaum dran packen würde, ne, dann, und das damit isoliert, das wäre ja schicker. Und besser. Geht ja immer was. Aber ich finde das schon ganz gut so. Ja, wir springen natürlich jetzt ein bisschen, aber hier der Temperatursensor. Das ist ja kein Sensor, sondern wieder mal so einer dieser typischen Temperaturschalter. Und der ist hier ja unter den Busbar gelegt. Das kann man machen. Hätte man auch genauso gut hier oben auf den Terminal dann packen können. Optimal ist natürlich immer noch in der Mitte zwischen den Zellen, aber so einen Akku habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Genau, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon angesprochen hatte. Und zwar sind hier die Kabelschuhe gelötet und ich habe es gerade beim Aufmachen gesehen. Ich mache mal hier einen so einen Kabelschuh auf. Na, das ist natürlich, was die Kontaktfläche angeht, nicht so. Naja, nicht so schick. Ne, und auch hier, dass das so ein bisschen übersteht. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Quetschspur habe vom Verschrauben. So ein kleines bisschen, ne? Das ist jetzt aber auch wirklich Korinthenkackerei, ne? Oder Nietenzählerei, würde man in meinem Modellbahn-Hobby sagen, ne? Also hier ist so ein bisschen der Schrumpfschlauch ein bisschen zu lang, so dass ich hier dann so gerade eben ja quasi den Schrumpfschlauch bei der Verschraubung quetsche. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ja, auch hier. Diese Oxidationsspuren vom wahrscheinlich Flussmittel oder so, die sind natürlich nicht so super klasse. So, gucken wir mal. Ich habe hier so ein bisschen Isopropanol. Ob wir das hier abkriegen, aber ne. Also ich glaube, da wäre es besser, wirklich ordentliche verzinnte Kabelschuhe zu nehmen. Aber das macht natürlich dann den Akku auch wieder teurer.
Ja, und es sind hier übrigens nicht die typischen Silikonkabel verbaut, sondern ja, kann man natürlich jetzt schlecht zeigen, aber schon sehr, ja, wenn man das sonst so kennt, sehr, sehr steife Kabel. Was natürlich nicht schlechtes ist. Hier stand übrigens drauf irgendwas mit 750 Volt, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo habe ich dich? Da 450, 750 Volt, kann man das sehen? Nee. Und auch hier die Kabelschuhe für die Spannungssensorkabel, die sind auch verlötet. Und natürlich auch die Kabelschuhe hier, das sieht man auch. Und die sind aber nicht gekrimmt, sondern das sind so, ja, so Umschlaglaschen quasi, die man dann um das Kabel packt und dann verlötet. Ich habe da sowas noch im Zulauf, das kann ich euch, glaube ich, dann zeigen. Ja, wenn die da sind, das können wir uns mal anschauen. Also eine ordentliche Krimpverbindung wäre, glaube ich, nicht verkehrt und würde dem Akku insgesamt gut tun, weil ne, diese Bauweise hier mit dem Metallteil finde ich eigentlich ja sehr, sehr nett, muss ich sagen. Dadurch, dass es hier in diesem Metallrahmen verbaut ist, kann man natürlich auf viele der Klebegeschichten verzichten. Wobei natürlich hier ab und zu auch immer noch Kleber da ist. Was so ein bisschen kritisch sehen könnte oder was man so ein kleines bisschen kritisch sehen könnte, die Sensorkabel hier, die Spannungssensorkabel gehen hier über diese Kante. Und das ist natürlich, naja, suboptimal, weil sich natürlich dann die Kabel hier aufscheuern könnten. Nur gerade wenn man auch hier ein 24-Volt-System im Wohnmobil installieren möchte oder im LKW oder Expeditionswohnmobil, da wird sich das dann wahrscheinlich gegebenenfalls rächen, dass das so verlegt ist. Nur wenn es dann wirklich mal hier aufscheuert, ist das nicht unbedingt sehr positiv. Ja, werfen wir mal einen schnellen Blick in die Bedienungsanleitung. Gibt es einmal auf Englisch und nur auf Englisch. Finde ich nicht weiter schlimm. Ist übrigens hier für die 100-Ampere-Version und die 200-Ampere-Version dieses Akkus. Das kann man so machen. Die haben einen schönen Fuchs. Und hier gibt es ein paar Sachen, die man machen soll und die man nicht machen soll. Also bitte, ja, nach Möglichkeit Insulating Gloves anziehen. Gut, darüber kann man streiten. Aber ja, was gibt es hier sonst noch? Der Akku kommt mit 30 bis 50% Kapazität. Das werden wir gucken, ob dem so ist, zumindest mit einem der beiden Akkus. Dann soll man den bitte vollladen. Das ist übrigens die Kurzanleitung hier. Natürlich nicht den Akku kurz schließen. Das sollte man möglichst vermeiden. Während der Installation sollte man hier die Pole abkleben. Das ist auch nicht verkehrt. Und man sollte doch dann die Batterie bitte schön nicht mit Batterien von anderen Marken mischen. Naja. Okay, alle 3 Monate wieder neu laden und zwar zwischen 10 und 35 Grad Celsius ist hier der empfohlene, ja, Bereich, in dem man die Batterie laden soll. Genau, man kann sich an den Support wenden, nicht auf den Kopf stellen, sondern immer schön aufrecht lassen, nicht wässern und nicht, ja, heizen. Und natürlich das tun, was ich gemacht habe hier, das soll man nicht tun, nämlich den Akku auseinanderbauen. Aber das ist natürlich sehr einfach. So, gucken wir uns das Manual einmal kurz an. Es gibt hier Infos zu den beiden verschiedenen Größen, 100 und 200 Amperestunden. So generelle Sachen gibt es hier noch diese Bolzen. Und na, ich blätter einmal ganz schnell durch, ob uns irgendwas hier Massives auffällt. Genau, ne? Die Parameter stehen hier drin. 100 Ampere kann das Ding. Ja. ASB, Quatsch. ABS, Kunststoff, das Gehäuse 2560 Wattstunden, 25,6 ja, Volt. Geladen werden sollte oder empfohlene Laderate 20 Ampere, 0,2 C. Das können wir sogar machen. Hoffe ich zumindest. Darauf warte ich aber noch auf das Netzteil. Und was gibt es dann noch hier? Genau, ne? 100 Ampere kann das BMS und hier maximal
Entladen, maximal laden, beziehungsweise umgekehrt, also maximal laden mit 100 Ampere, 1C und maximal entladen mit 100 Ampere. Und das Ding hier hat einen maximalen Entladestrom von 280 Ampere für 5 Sekunden. Das heißt also, du könntest hier mit einem Anlaufstrom von 7100 Watt hinkriegen. Das ja, ist eine ganze Menge und das finde ich gar nicht so verkehrt. Also, wenn man das jetzt auf AC umrechnet, also auf Wechselspannung, dann ja, ist das natürlich gar nicht so schlecht. Damit kann man auch einen Staubsauger starten, ohne hier das BMS zu schrotten. Sehr gut. Also einen alten Staubsauger ohne Anlaufschutz quasi. Temperaturen, genau, minus 20 bis 60 Grad Celsius ist hier quasi als empfohlene Temperatur für die Benutzung anzusehen. Hier gibt es was zum Laden, wie man laden sollte. Okay, was ich hier nicht finde, ist die minimale Temperatur zum Laden. Übrigens, was ich auch nett finde, ist, du hast hier eine leere Seite, wo du deinen eigenen Schaltplan aufmalen könntest. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, also, ach, da steht es ja hier, ne? Hier ganz unten im Kleingedruckten. Gehen wir mal runter. Ne? Bitte beachten hier Ladetemperatur, Charge 0 bis 50 Grad Celsius, Discharge minus 20 bis 60. Das sind natürlich immer Maximalwerte. Das heißt also, ja, wir werden gleich testen, ob oder nachher testen, ob bei 60 Grad Celsius halt dann der Akku ausgeht und werden halt gucken, ne, beim Laden. Ja, wir können auch mal 50 Grad gucken, aber ich denke mal, da wird ein 70 Grad Celsius oder 65 Grad Celsius Temperaturschalter drin sein, hier an dem BMS angeschlossen. Aber da werden wir mal gucken, wann der auslöst. Im Nullbereich, also nach unten hin, gibt es keinen begrenzenden Temperatursensor. Das muss man selber sicherstellen. Hoffentlich hält mein Tisch. Und ich hatte ja gesagt, es gibt einen zweiten Akku. Und auch den werden wir mal aufmachen, um einfach mal zu gucken, wieso die Gleichheit bei der Qualität ist. So, hier haben wir den zweiten Akku auseinandergebaut. Das werden wir uns mal genauer anschauen. Was hier so ein bisschen auffällt, okay, hier ist schon eine kleine Delle drin. Hier, das ist das gleiche wie bei dem Kabelschuh vorhin, nur wesentlich massiver ausgeprägt. Und hier habe ich gerade schon so, naja, so ein bisschen Schmock drauf. Könnte sagen, dass das sogar so ein bisschen elektrisch riecht. Also das darf natürlich so nicht passieren. Da werde ich natürlich vor dem Test und vor dem Einbau hier erstmal so ein bisschen abschneiden. Ja, und bezüglich dieses Knicks hier, ne, also vielleicht wäre es dann hier wirklich besser, doch noch hier zwischen, ne, wie bei allen anderen Akkuherstellern auch so, ja, Schaumpads noch einzubauen. Damit sowas halt beim Transport nicht passieren kann, weil ihr wisst, alle DPD-Fahrer, ja, heizen wie die letzten Säcke. So, und auch hier mal gucken, ob ich an den Barcode rankomme. Das blende ich euch natürlich ein. So, dann gucken wir mal, ob wir hier den Barcode irgendwie ausgelesen kriegen. Na komm, soll doch noch nicht so schwer sein da. Kopieren. Und gehen wir wieder zu Gobel Power. Setzen den Code da ein. Und auch hier, ja, IF-Zellen, 11/100, 24. Juni 2023. Ja, aber sehen meine Augen da? Das Teil, da war jemand ein bisschen unvorsichtig. Das sieht nach einem kleinen Kurzschluss aus. Ja, und auch, ne, machen wir mal so. Und auch hier bei diesem Akku die Kabel. Ich sehe nicht wirklich einen Durchmesser und auch hier wieder
mit einem dünnen und einem dicken Kabel gebaut. Und nur hier am Pluspol haben wir ein dickes Kabel. Ja, werden wir sehen, was dabei rumkommt. Ja, und hier ist dann die Frage, warum sich das so verbeult hat. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wirklich mal so ein Akku vom Band fällt oder so, ne, bei DPD kann das durchaus mal vorkommen, habe ich gehört, dass sich dann halt natürlich hier die Akkus da reindrücken und dann halt hier ja hinkommen. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist auch der Grund, warum man halt beim Transport für solche Akkus natürlich möglichst ja entsprechenderweise diese Akkus in Schaumstoff verpackt. Ne? Also in so Polyethylen-Schaumstoff ist das, glaube ich, besser ist das. Ja, und hier hatte man dann scheinbar nochmal andere Kabeldurchmesser. Das sieht nämlich anders aus als zum Beispiel hier, würde ich sagen, weil das zweite Kabel hier ist dicker und hier sieht das auch anders aus. Ja, ich finde, bis hierhin hat Gleipo sicherlich gute Ansätze, aber da geht noch ein bisschen was nach oben hin. Wir schauen uns jetzt mal an, dass ich diese beiden Akkus voll bekomme und dann geht's mal an den Kapazitätstest. Und da wir ja zwei Akkus haben, können wir gleich schauen, ob die Kapazitäten bei beiden Akkus einigermaßen gleich sind. Einen Aspekt hatte ich noch, den wir jetzt so mal testen können. Und zwar werden wir uns jetzt noch mal fix hier die Zellspannungen und die Widerstände anschauen. Ich muss mal gucken, wo ich euch hier mit dem Gerät hinlegen kann. 0,67 Milliohm. 0,42 Milliohm. Ja, ist auch kein Wunder, da war gerade die Schraube dazwischen. 3,33 Volt. So, ne, nur einmal um zu gucken, wenn wir das Ding eh auseinandergebaut haben. 0,42 und 0,33 Volt. 3,33 Volt. Hier auch 3,334 und 42 Milliohm. Messen wir hier nochmal. 47 Milliohm und 3,3336. Also, wie im Auslieferungszustand das sein sollte, könnte ein bisschen voll sein, der Akku. Hier 0,5 Milliohm und ja, hier messe ich wieder durch die Schraube. Genau, dann können wir hier als nächstes den Akku oben uns anschauen. Mal den hier ein bisschen runterbiegen. So, vielleicht geht das dann besser. Das müsste dann auch wieder 0,6, 0,7. Hier ist die Spannung ein bisschen tiefer, 3,327 Volt. Hier auch wieder 45. 0,46, 0,45 Milliohm, 3,3281 Volt. Auch wieder 3,325, 0,47. Auch ähnlich. Und hier wieder die ja, 0,7 Milliohm, habe ich da vorhin Millivolt gesagt, 3,32. Ja. Also alles mehr oder weniger im grünen Bereich. Laut Datenblatt sollte der Zellwiderstand
unter 0,5 Milliohm liegen. Natürlich hier an den Schrauben war er höher, aber ansonsten war es mit ungefähr 0,42, 0,46 alles noch im grünen Bereich. Ja, und hier nochmal kleines Problemchen, gebogene Busbar, auch nicht schick. So, geladen wird das Moped hier mit 29,2 Volt. Ich probiere es mit 5 Ampere, es wird aber weniger werden, weil der EBC A20 nur 85 Watt kann und Cut-Off Current ist bei 1 Ampere. Gucken wir mal, wie der State of Charge des vorderen Akkus ist, und für den zweiten Akku habe ich mir dann noch was anderes überlegt. Ja, ihr Lieben, eigentlich war der Plan, hier auch die 25,6 Volt oder 24 Volt Akkus hier mit dem ZKE-Tech EBC A20 zu laden, aber der Teufel steckt wie immer im Detail, im Kleingedruckten, geht mit dem hier nicht, der lädt nur bis 18 Volt. Damit komme ich natürlich nicht auf die Spannung. Deswegen gibt es hier eine kleine Neuigkeit bei mir im, Batterielabor, könnte man sagen, und zwar von Wamptec, diesen KPS 6020D, das ist ein Labornetzteil, das 0 bis 60 Volt kann mit 20 Ampere. Das heißt also, den kann ich hier dann zum Schnellladen benutzen. 29,2 Volt Entspannung für den Akku, wie in der Anleitung angegeben, mit 20 Ampere. Und der beherrscht auch hier Constant Current und Constant Voltage. Das heißt also, erstmal wird er bis mit Constant Current laden mit 20 Ampere, solange halt, bis er in den Constant Voltage Modus geht, und dann wird er halt irgendwann abschalten. Da muss ich ein bisschen nachgucken, aber das kriegen wir hin. Ja, und eigentlich wäre der Plan gewesen, Fehler der Technik, hier die Zellspannungen zu kontrollieren. Ich hatte ja hier mal diesen schönen Heltec Monitor euch vorgestellt, wo man so 4 Spannungen abgreifen kann vom Akku. Das Problem ist, der hier ist kaputt, und den zweiten, den ich habe, der zeigt die Spannungen an Zelle 1 und Zelle 4 jeweils um die 200 Millivolt zu wenig an. Das ist mir nicht genau genug, da muss ich da nochmal nachdingsten. Und los geht's, laden wir den ersten Akku auf. Ich hoffe, das geht gut. Er macht komische Geräusche. Was wir hier aber jetzt trotzdem machen, ist mal das Monitoring vom EBC A20 mitlaufen zu lassen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann kann man zumindest schon mal eine Spannungsladekurve sehen. Könnte ganz spannend sein. Warum da hier aber so komische Geräusche macht, weiß ich auch nicht. Ja, und mal kurz zum Test noch, auch wirklich 20 Ampere reingehen. Hier mal mit dem Unity Zangenampermeter 20,2 Ampere gehen rein. Das ist doch okay. Und ich glaube, ich werde mir das nachher auch nochmal hier mit der Wärmebildkamera angucken. Speziell hier, was diese dünnen Kabel angeht. Man könnte ja auch mal einmal schnell gucken, was da hier an dem dünnen Kabel so reingeht. Und wie die sich das, wie die sich das aufteilen. Also hier geht ungefähr 6,4 Ampere durch. Und dann müssten durch das große Kabel dann 14 gehen. Ja, das ist okay. Ja, schauen wir mal, wie sich nachher hier die Wärme verhält oder ob hier bei den 20 Ampere überhaupt irgendwas warm wird. Spannend. Ja, Akku ist voll, sehe ich gerade, 29,2 Volt. Hier auch. Und hier nochmal ein Blick auf die Ladekurve. Und da sieht man halt, eine typische LiFePO-Ladekurve. Und jetzt geht's an den Kapazitätstest.
Und messen wir jetzt im vollen Zustand noch einmal schnell die Zellspannung. 3,52 haben wir hier, 3,51, 3,45, 3,46, 3,47, upsi, 3,43, nicht getroffen, 3,43, 3,46 und 3,53. Also kann man so sagen, im oberen Bereich ungefähr ein Zellabstand von maximal 100 Millivolt. Für den ungebalanceden Akku könnte man sagen, okay, in diesem hohen Spannungsbereich ist das durchaus okay. Ja, Balancing würde ja sowieso erst bei 3,45 Volt starten. Wenn jetzt natürlich hier ein Balancer dabei wäre, wäre es natürlich schön, aber ja, leider nicht verbaut. Ja, kommen wir zum Kapazitätstest. Ich versuche hier mit 5 Ampere zu entladen, das wird aber nicht klappen. Ich hoffe, der nimmt mir das jetzt nicht übel. Es wird dann hier mit der höchstmöglichen Stromstärke entladen, und zwar so lange, bis ich hier 20 Volt erreiche. Zur Erinnerung ist ein 25,6 Volt, also ein 24 Volt System. Und deswegen können wir hier bis 2,5 Volt Zellspannung mal 8, also 20 Volt entladen. Klicken wir auf Start und los geht das. Ja. Und wie man hier sieht, 3,09 Ampere, 85 Watt. Höher geht es leider nicht, aber irgendwann kriege ich noch mal ein stärkeres. So, 103,6 Ampere gingen aus der Batterie raus. Hier noch mal die entsprechende Entladekurve. Die blaue Kurve ist hier die Spannung. Und hier sieht man das noch mal, 103,66 Ampere. Was jetzt auffällig ist hier, der Akku ist auf 0 Volt. Das heißt also, der wird sich abgeschaltet haben, und ich gebe dem Akku jetzt noch mal einen kleinen Ladeimpuls über hier das Labornetzteil. Mache ich einmal kurz an. So, und der Akku ist wieder da. Und wir stellen hier noch mal ein 20 Volt und gucken uns einmal an, ob ich hier wirklich dann noch mal bis 20 Volt ja entladen kann, und wir schauen uns dabei auch noch mal die Spannung des Akkus an, um zu gucken, wann er ausschaltet. Übrigens hier das verbogene Blech hier, ne, das der den Transportschaden, den habe ich wieder ja mit Hammer und Holz wieder so ein bisschen gerade gedengelt. Ja, damit geht das wieder. Ja, hier die Spannung haben wir auf dem Fevor Multimeter. 23,1 Volt. Der ZKE-Tester zeigt hier 23,15 Volt an. Und wir starten nochmal die Entladung. Ja, und mit dem zweiten alten Multimeter hier werde ich nochmal so ein bisschen durch die Zellspannungen huschen. Leider hat sich ja mein Heltec-Anzeigegerät mit den 4 Spannungen als nicht genau und teilweise als defekt erwiesen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ist ein bisschen schade, aber so ist das nun mal. Und jetzt nochmal irgendwie 60 Euro für ein neues Testgerät für die Zellspannung auszugeben, ja, muss ich mal gucken. Das ist dann doch wieder zu viel des Guten manchmal. Okay, hier 2,88. Aber man kann das ja auch manuell messen. Immer noch 2,82, wo geht's hin weiter, hier 2,84, also es geht wirklich schön gleichmäßig runter bei den Zellspannungen. Messen wir den auch mit 2,83, also da tut sich wirklich nicht viel, 30 Millivolt Unterschied aktuell.
so ganz grob so 2,69, 2,71, 2,72, macht jetzt 40 Millivolt, hier 2,73, 50 Millivolt, dann immer noch 50 Millivolt, dann haben wir hier 60 Millivolt, ein Unterschied, ne? Immer noch 60. Ja, dann den letzten noch mal messen hier. 2,73, also ungefähr 60 Millivolt Unterschied hier bei 2,7 Volt. Das hat auch die Ja, dann müsste das hier die stärkste sein, mit 2,7 noch. Und hier die erste mit 2,63, also 70 Millivolt Unterschied jetzt schon. Aber das ist in diesem Spannungsbereich, finde ich, durchaus absolut in Ordnung. Es geht jetzt rapide runter, 21,4 Volt, 21,38. Ich mal einmal hier schnell messen. Hier irgendwo noch näher an den 2,5 Volt dran sind. Aber es sieht nicht danach aus. Also ungefähr 100 Millivolt Abstand jetzt. Jetzt dürfte es spannend werden. Eine Zelle hier, die geht so ein bisschen runter. Und fürs Display kann ich auch noch mal hier die Plus- und Minus-Sensor Kabel, Messsonden einmal wegmachen, die Messspitzen wechseln. So. 21,05 Volt und ich schätze mal, das BMS wird als erstes hier aufgrund der niedrigen Einzelzellspannung von 2,5 Volt abschalten. Bin gespannt, was wir eher erreichen, die 20 Volt oder hier die 2,5 Volt dieser einen Zelle. Und ob er dann wirklich abschaltet. Spannung. Ja, am ZKE-Tester haben wir jetzt 20,8 Volt. Und der ZKE-Tester hängt am Batterieausgang nach dem BMS. Jetzt haben wir hier die 2,49 Volt erreicht. Das heißt also, die Spannung geht noch weiter runter. Na, sollte jetzt eigentlich das BMS abschalten. Macht es aber noch nicht. Ist dann natürlich die Frage, wo das BMS hier diese Grenze eingestellt hat. Aber 2,43 Volt, 2,42. Und es wird noch weiter entladen. Könnte natürlich sein, dass das BMS auch bis 2,0 Volt runtergeht oder 2,1 Volt. Je nachdem, was jetzt gleich als erstes erreicht wird. Vielleicht wird es dann auch ab 20 Volt abgeschaltet, man weiß es nicht. Zellspannung schon bei 2,27. Das schaltet noch nicht ab. Der ZKE-Tester ist noch bei 20 Volt und jetzt hat er aufgehört. Das heißt, wir könnten eigentlich noch weiter runter testen. Ich gehe mal hier mit der Spannung beim ZKE-Tester auf 15 Volt runter. Und wir können noch weiter runter. Okay. Jetzt hat das BMS abgeschaltet, 19,9. Zellspannung war 2,2 irgendwas. Okay. Das heißt also, etwas unter 20 Volt schaltet dann das BMS auch ab, so wie es sich gehört. 19,815 Volt gemessen am ZKE-Tester, also um die 20 Volt, wahrscheinlich dann auch an der Batterie hier. Das passt so doch eigentlich sehr gut. Das heißt, diesen Test hier bestanden. Ja, das ganze Setup wieder umgebaut hier auf meinem Chaos-Tisch.
Und wir schauen mal, wie sich jetzt hier der zweite Akku schlägt. Hier Spannung 26,67 Volt. Ja, hier wieder gleiche Parameter. Es wird mit 20 Ampere geladen und zwar so lange, bis hier 29,2 Volt erreicht werden. Dann schaltet er hier ab. Den ZKE-Tester lassen wir wieder hier monitoringmäßig laufen. Ja, also Output Feuer frei. Und dieses Geräusch ist echt zum Quieken. Ja, und wir schauen noch einmal kurz hier mit dem Zangenampermeter, mit dem kleinen Teil hier. Weil so hoch werden wir vom Strom her nicht. 20 Ampere gehen rein. Und dann hier nochmal diese Spezialkonstruktion mit dem kleinen und dem großen Kabel. Ich kann jetzt schon sehen, wie hier die Kommentare aussehen werden. Das sollte man eigentlich nicht machen. 13,62 an dem größeren Kabel und hier 6,63, das heißt also zusammen gibt das 20,2, das ist also absolut im grünen Bereich. Schauen wir mal, wie Akku Nummer 2 sich schlägt. Ja, das war schneller voll als erwartet. Und ich würde jetzt gerne noch mal probieren, noch ein bisschen nachzulegen. 29,28 Volt hier. Und wir gucken mal, wann das BMS abschaltet. Also einmal die Zellspannung im vollen Zustand. 3,42. 3,5. 3,43. Also 70 Millivolt Unterschied haben wir schon mal. 3,5. 3,61. Okay, also sind wir jetzt bei 100 Millivolt. Gucken wir mal kurz. 3,42. Ne, aber 200 Millivolt. Ja, nicht ganz. Okay. 3,44 und hier 3,38. Hei, hei, hei. Okay. Und die volle Zelle war 3,6, die hier. Gehen wir hier mal runter. Gehen wir mal mit 5 Ampere, damit es nicht so heftig wird. Und die Spannung machen wir mal auf 31 Volt. Ja, scheinbar geht in das BMS nicht mehr rein. Das heißt also, die Ladefunktion ist abgeschaltet. Cool. Wobei eigentlich... Mal einmal gucken, was wir hier für eine Spannung zwischen Plus und Minus haben. Overload. Und da haben wir jetzt 31 Volt drauf. Okay. Und hier zwischen BMS und... Also wenn man das BMS rausnimmt, haben wir 27,7. Das heißt also, das BMS sperrt hier des Weiteren die Ladung. Ja, super. So, den hinteren Akku werde ich jetzt wieder hier laden. Und zwar diesmal nicht bis 29,2. Sondern bis 28,7 Volt. Ja, beziehungsweise eigentlich 27,6. Das ist nämlich der Wert 4,5 Volt. Und bis dahin lade ich normalerweise meine Akkus. Okay, auf geht's.
Gut. Und der zweite Akku, der noch nicht getestet ist, der hängt hier wieder am ZKE-Tech Batterietester. Und den werden wir jetzt entladen. Wie vorher auch. Hier müssen wir einmal dann die Kurve löschen. Das Monitoring ausstellen. Nochmal mit 5 Ampere, 20 Volt Kapazitätstest. Und los geht's. Habe ich gerade gesagt, mit 5 Ampere. Mit 5 Ampere natürlich 20 Volt und der EBC A20 kann nur 85 Watt, deswegen 3,1 Ampere. Das steigert sich dann mit fallender Spannung. 104 Amperestunden sind reingegangen, aber irgendwie habe ich gerade hier am Rechner mal die falsche Taste gedrückt, habe das Laden wieder angestellt oder entladen und schwupps, Reset. Aber müsst ihr mir jetzt einfach so glauben, also 104 Amperestunden für den zweiten Akku als Kapazität, das ist schon mal auch wirklich dann konsistent. Einmal 103 Amperestunden, 102 Amperestunden, super. So, und auch diesen Akku werden wir nochmal leer machen. Ich lasse ihn mal so bis 15 Volt runterlaufen und wir gucken mal, wie tief hier die Akkuspannung runtergeht und gucken uns dann parallel auch nochmal die Zellspannungen an. Okay, hier haben wir wahrscheinlich die Zelle, die am ehesten nachgeben wird. 2,56 Volt jetzt und Akkuspannung noch bei 20,84. Gucken wir mal. Und 2,5 und jetzt müsste sie eigentlich abschalten, die Batterie. Macht sie aber wahrscheinlich nicht. Sie geht noch definitiv weiter runter, diese Zelle hier. Gut, ist natürlich die Frage, wie genau ist jetzt das Multimeter hier? Mit 4 Ampere ziehe ich noch aus dem Akku raus. 2,40 Volt, 2,39 für diese Zelle. So langsam kriege ich müde Finger vom Festhalten. Ja. Batteriespannung jetzt 19,8 Volt. Auch auf dem ZKE-Tester 19,83. Geht weiter runter. Also hier könnte der Akku eigentlich schon ausschalten bei 20 Volt. Das fände ich schon besser. Aber natürlich muss man da auch bei diesen Akkutypen darauf achten, dass man das quasi in seinem Wechselrichter entsprechenderweise eingestellt hat, beziehungsweise in einem Battery Protect oder sowas von Victron. 19,3, 2,24 Volt die Zelle. Und immer noch nicht abgeschaltet der Akku. Jetzt bei 19 Volt schaltet er ab. Okay, damit können wir leben. Gut. Und nochmal ganz schnell hier. Das habe ich doch gerade vergessen. Nochmal ganz schnell über die einzelnen Zellspannungen huschen. Soweit das noch geht, aber ich glaube, wir sind jetzt schon relativ schnell in dem Bereich, wo sich das entspannt. 2,52 war gerade das Maximum. Und hier hatten wir gerade die 2,2 Volt gleich irgendwo. 2,34 hier. Also Richtung nach unten hin kann man ungefähr mit 200 Millivolt Abstand rechnen. Das ist aber fast schon in Ordnung. Ja, und was hier beim Test noch fehlt, ist die Temperaturauslösung. Das habe ich noch nicht gemacht. Und zwar bei Hochtemperatur und Niedrigtemperatur löst das BMS nicht aus und schaltet auch nicht ab. Der Sensor ist hier. Ich habe den ergänzt durch so eine kleine Messperle. Die ist hier an der Unity Strommesszange angeschlossen. Hier wird nochmal die Spannung gemessen. Der Akku ist jetzt aus, weil er natürlich vorhin in den Unterspannungsschutz gegangen ist. Und ich stelle jetzt
Das Labornetzteil ein, 27,6 Volt, Ladespannung 20 Ampere. Das schalte ich jetzt ein. Genau, und jetzt geht es halt langsam rauf, 21,67 und so weiter. So, und dann suche ich mal meinen Föhn. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier das Ganze ein bisschen warm kriegen. Ich schätze mal so 70 Grad. Müsste das dann irgendwann auslösen gleich. Steine, Heißluftföhn, so ein kleiner. Und jetzt messe ich hier die Spannung halt ja am BMS quasi, also nicht vor dem BMS, sondern nach dem BMS, sodass ich natürlich auch messen kann, dass der Akku abschaltet. Ja, solltet ihr natürlich zu Hause nicht nachmachen, weil das natürlich nicht gut für die Zellen ist. Aber hier wird ja getestet. So 70 Grad. Jetzt ist natürlich die Messperle, glaube ich, ein bisschen näher. Upsi. Näher dran. Jetzt verkugle ich hier schon das Kabel. Und 75. Passiert noch nichts. Jetzt hat es gerade geklickt. Genau. Und hier steht zwar 27,6 und zwar ist das hier die Spannung, die vom Netzteil anliegt. Und hier haben wir 27,6 Volt und 0 Ampere gehen rein. Das heißt, also ich habe zwar 20 eingestellt gehabt, aber ja, hier hat das BMS abgeschaltet, beziehungsweise vielleicht können wir das ja sehen hier. Da unten seht ihr diesen kleinen Temperaturschalter, der schaltet das BMS ab. Da liegt meine Messpelle daneben. Also auch dafür hier Daumen nach oben. Temperaturabschaltung, Übertemperaturabschaltung funktioniert. Gucken wir, wann das BMS zurückkommt. Und das war genau jetzt der Fall. Ja, prima, lassen wir es laden. Irgendwie macht mein Labornetzteil komische Geräusche, aber ihr wisst ja, irgendwas ist ja immer. Akkus wieder zusammengebaut und wir schauen uns jetzt wieder hier den Kurzschlusstest an. Sind zwei Aluminium, ja, Leisten quasi, die gehen hier auch wieder auf Aluminium drauf. Naja. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sich der Akku hier von Gelaipu beim Kurzschlusstest verhält. Hier ist eine 175 Ampere Sicherung verbaut und ja, gucken wir mal. Upsi. Bisschen weiter zurück. Und 3, 2, 1. Wow. Okay. Das hatte ich so nicht erwartet. Eigentlich hätte der Akku abschalten müssen. Spannend. Und ihr seht hier auch, okay, die Sicherung hat es gebraten. Spannend. Ja, das hätte so nicht passieren dürfen. Und ich wechsle jetzt hier mal die Sicherung und dann probieren wir es mal mit dem anderen Akku. Okay, beim zweiten Versuch jetzt hat es funktioniert, aber es gab ja komische Geräusche und ich glaube, wir machen hier nochmal auf. Ja. Ei, 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 und es qualmt.
Ja, ich glaube, das ist dann wirklich ein problematischer Fall. Puh. Und ne, spannenderweise hier ist das an dem ja etwas dünneren Kabel hier da. Naja, kann natürlich Zufall sein, aber da hat es wirklich dann gebrutzelt. Nicht so ganz ungefährlich, würde ich sagen. Ja, und spannenderweise habe ich hier auf dem defekten Akku noch 26,6 Volt. Und wir messen das auch nochmal hier innen drin, damit ihr mir das ja auch glaubt. Ne? Also Minuspol ist hier oben, Pluspol ist hier. Und wie du siehst, 26,6. Ich kann es auch nochmal hier gegen den Pluspol messen. Und ja, wenn wir uns die Akkuspannung ohne BMS anschauen würden, also mit BMS ist ja auf dieser Seite von BMS 26,6 und hier auf der Seite haben wir sogar ein bisschen mehr, 26,9. Ja, ihr werdet jetzt denken, der wird doch nicht. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, um auszuschließen, dass wir hier ja sowas wie Montags-BMS haben oder so, Montags-Produktions-BMS. Wir testen den Kurzschluss auch bei dem noch heilen Akku. Okay, Akku Nummer 2, 175 Ampere, Sicherung wieder in, ich traue mich nicht, 3, 2, 1. Oh, und ich hätte natürlich das Multimeter dranhängen sollen. Im Eifer das Multimeter vergessen. Gucken wir mal. 26,7. Nächster Versuch. Akku aus. 26,7. Hier scheint es zu funktionieren. Wir gucken uns das innen drin nochmal das BMS an. Also es riecht ganz böse nach Kleber. Ich würde fast sagen, es riecht nach Elektrolyt, aber das glaube ich eigentlich nicht. Es ist wirklich der Kleber, müsste es sein. BMS ist noch heile, also nichts passiert, Schwein gehabt. So. Den defekten Akku habe ich mal gekennzeichnet, beziehungsweise den Akku mit dem defekten BMS. Fazit zum 25,6 Volt 100 Amperestunden Akku hier von Gelaipu. Den Großteil habt ihr gesehen, ihr konntet euch also selber ein Bild machen. Und um nochmal auf die einzelnen Punkte einzugehen, generell ist die Bauart mit diesem Metallgerüst innen drin ja eigentlich eine super Sache. Da kann Gelaipu noch mal ein paar Details nachbessern. Und darauf hatte ich Gelaipu auch schon hingewiesen. Und sie haben geschrieben, okay, sie werden sich da bemühen, da was zu machen. Auch gerade dieser Punkt, wo es halt dieses verbogene Blech gab durch den Sturzschaden, sollte natürlich ja im Transport nicht passieren, kann aber passieren. Und da möchte Gelaipu auch nachbessern, haben sie gesagt, auch was die Kabelschuhe angeht und die Kabeldicken. Das kann man natürlich kritisch beurteilen. Bei jetzt den 20 Ampere, mit denen ich geladen habe, war das kein großes Problem. Also da gab es keine größere Erhitzung oder sowas. Das habe ich leider nicht gezeigt. Aber einen großen Temperatur- oder irgendeinen Temperaturunterschied zwischen den Kabeln konnte man nicht sehen. Von daher. Was natürlich nicht so ein tolles Licht hier auf den Akku wirft, ist, dass das BMS beim Kurzschlusstest versagt hat. Ja, da muss man natürlich gucken, woran das gelegen hat. Also das müsste der Akku gewesen sein, der als erstes diesen Sturzschaden hatte. Und dann hatte ich ja, glaube ich, euch auch gezeigt, so ich hatte so überall so kleine Kurzschlussstippen gesehen. Und ich meine auch, dass das der Akku gewesen ist, der genau diese Stippen hatte. Das heißt also, dieses BMS könnte schon in irgendeiner Form vorgeschädigt gewesen sein, so dass es da hier zu diesem Fehler gekommen ist. Also es ist
Ja, da muss halt Geleitu wirklich nochmal schauen. Der andere Akku hat ja wunderbar funktioniert. Kann auch ein Montags-BMS gewesen sein. Wir wissen das nicht. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn Geleitu mir nochmal die Möglichkeit geben würde, so einen Akku in einer verbesserten Form hier zu testen. Da fehlt mir aber leider das Feedback noch. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, ne, ich verlinke euch einfach den Akku. Ihr könnt auf der Geleipo-Webseite dann gucken, ob das was für euch ist oder nicht. Ich werde diese Akkus jetzt als nächstes den einen natürlich versuchen zu reparieren. Und das BMS dafür habe ich schon gefunden bei AliExpress. Und diese beiden Akkus bei mir in mein Victron ESS-System zu integrieren. Das wird auch nochmal spannend, wie ich das Ganze ja machen möchte. Wenn du das nicht verpassen möchtest, lass mir gerne ein Abo da. Und ja, vor allen Dingen natürlich, ne, in der Kombination mit den intelligenten Akkus, in Anführungsstrichen, die ich habe, wo ich das Monitoring drin habe und wie ich dann halt hier mit diesen Akkus versuchen kann, ja, in irgendeiner Form sowas wie ein Monitoring hinzubekommen, so dass wenn was mit den Akkus ist, dass die vielleicht auch dann vom System getrennt werden. Da habe ich so die ein oder andere Idee. Das, ja, wird irgendwann im Laufe des Jahres kommen. Ich werde mal schauen, weil natürlich die PV-Anlage bei mir zu Hause hat natürlich absoluten Vorrang und solche kleinen Bastelprojekte hier, ja, da sind auch noch so ein paar Sachen im Zulauf, ein paar Sachen sind noch nicht da. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jo, ansonsten vielen, vielen Dank an alle, die diesen Kanal unterstützen. Wir sind kurz vor 4000 oder haben tatsächlich auch sogar die 4000 Abos überschritten mit Veröffentlichung des Videos. Ich weiß es noch nicht. Bin jetzt bei 3980, so 81, glaube ich, heute. Total geil. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für die Abos. Jedes Abo zählt, um ja, den Kanal größer zu machen, was mich natürlich entsprechenderweise freut. Vielen Dank auch für die Unterstützung, für das Einkaufen über die Affiliate-Links und auch die erste Kanalmitgliedschaft. Ich habe das noch gar nicht so groß erwähnt, aber es wird so, ja, oder es gibt mittlerweile eine Kanalmitgliedschaft als einfache Unterstützung. Da gibt es dann ab und zu mal so ein paar, ja, Posts, wo ich euch vielleicht mal das ein oder andere hinter den Szenen zeige oder auch vor den Videos, bevor die Videos schon veröffentlicht werden. Also wenn du da Interesse hast, ja, kannst du machen, musst du nicht. Würde mich aber natürlich sehr freuen. Und natürlich auch alle, die mich in irgendeiner Form irgendwann mal über meinen PayPal-Spendenlink unterstützt werden. Auch das hilft dabei, diesen Kanal zu unterstützen, hilft mir dabei, entsprechenderweise Equipment für die Reviews anzuschaffen. Ihr wisst ja hier, dieses Teil hatte ich schon gezeichnet, ist mir kaputt gegangen. Ich habe mir jetzt dann doch nochmal einen Ersatz gekauft, mit dem ich auch dann einen 18S-Akku, also einen Akku mit 18 Zellen, 48 Volt Akku zum Beispiel, ja, die Zellspannung überwachen könnte, wenn es ein dummer Akku ist. Und da freue ich mich schon drauf, wenn das Ding hier, ja, erscheint, beziehungsweise wenn das Ding hier ankommt. Und dafür dickes Danke an euch, dass ihr das hier für den Kanal möglich macht. So, ich wünsche euch, ja, alles Gute und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.